Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, irgendwie ist das mal eine andere Perspektive, irgendwie. Keine Ahnung, warum ich das so sage. Aber es ist ein ganz wichtiges Video, denn ich werde nochmal ganz kurz was sagen, weil viele Leute schreiben immer auf Facebook: Bist du bei der Gamescom? Wann kommen neue Videos? Was ist hier los? Und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, bin ich einfach euch mal schuldig, nochmal so ein Video zu machen. Und dementsprechend sage ich euch das jetzt auch ganz kurz und ehrlich: Auf der Gamescom dieses Jahr bin ich leider nicht. Ja, wieso ist das so? Ganz ehrlich, ich habe einfach keine Zeit dafür aktuell. Ich würde so lieben gerne, ich habe so Bock, die Leute wie zum Beispiel Fantu, Aimbrot, Gustav, Horschel und wie sie alle heißen, Sumas, saftiges Knur. Da hätte ich echt richtig, richtig Bock drauf, aber es geht einfach nicht, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe, denn ich muss meine Masterarbeit abgeben in kommenden paar Wochen und dafür habe ich einfach zu viel Stress, weil es gab so ein bisschen hin und her mit meinem Dozenten und dann muss was umgeschrieben werden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch für so eine Bachelorarbeit oder sowas schon mal geschrieben hat, dann wird er wahrscheinlich wissen, was ich damit meine. Denn insgesamt ist wirklich einfach der wichtigste Teil gerade, ist wirklich diese Arbeit fertig zu machen. Ich glaube, ihr versteht das auch alle. Und ich denke mal auch deswegen ist auch das Problem, weil ich einfach nicht diese Zeit habe. Ich jetzt gerade, es ist 7:35 Uhr, um genau zu sein, da ich das Video aufnehme, weil ich einfach danach keine Zeit mehr so wirklich habe, wirklich so viel mich darum zu kümmern. Sonst überlege ich mir immer irgendwas oder schneide irgendwas längerfristig. Ich würde es wirklich gerne machen. Ich macht so viel Spaß und mir liegt so viel an YouTube. Allein nur mit der Kamera zu sprechen, bezüglich mir Objektive zu kaufen, Color Corrections zu machen oder was auch immer. Ich hoffe, ihr seht die Liebe und die Arbeit, die ich da reinstecke. Und es gibt auch viele andere YouTuber, die das auch machen und die das auch besser können. Beispielsweise Sumas zum Beispiel, der hat auch sehr, sehr viel zu tun, aber der kriegt es trotzdem noch immer, die ganzen Videos zu schneiden, Karriere und so weiter. Und es gibt auch andere, die ich hier noch nennen will, könnte, sollte und so weiter und so fort. Dementsprechend nur ein ganz kurzes, ernstes Video diesbezüglich. Andere Sachen, was zu meinem Kanal zu sagen ist, also was ist mit Call of Duty, was für Videos ich bringen werde. Ich weiß noch nicht genau, was ich danach machen werde. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe aktuell wirklich so eine Schaffenskrise. Ich weiß nicht genau. Ich wollte euch einfach, weil ihr seid ja der Grund, warum ich jetzt hier bin, mit über 10.000 Abonnenten und ich weiß, dass die Klicks runtergegangen sind oder die Likes runtergegangen sind und so weiter und so fort. Das ist alles gar nicht so schlimm. Im Endeffekt geht es mir einfach wirklich nur darum, dass ihr versteht, warum ich eigentlich YouTube mache und nicht deswegen, weil es irgendwie Klicks bringt oder was auch immer, sondern einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und ich hoffe, das sieht man auch in den ganzen Sachen, die ich machen will. Und dementsprechend sollte es auch reflektiert werden. Also die Leute, die mich nicht abonnieren wollen, weil sie mich nicht sehen wollen, sondern weil sie Call of Duty sehen wollen, weil sie News sehen wollen, dann sollen sie mich deabonnieren. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Wirklich, ich mache das für mich. Das ist ein extrem guter Schritt gewesen, dass ich überhaupt YouTube gemacht habe. Und ich weiß, es ist ein bisschen anderes Video und vielleicht ein bisschen ernsteres Video, das vielleicht jetzt nicht ganz so gut bei dem einen oder anderen ankommt, aber ich wollte einfach mal so ein kleines Update-Video machen, weil bevor ich gar kein Video mache, mache ich lieber ein Update-Video und halte euch auf dem Laufenden, weil ihr seid auf jeden Fall der Grund dafür, warum ich auch teilweise YouTube mache. Aber ich will euch mal eine Sache nochmal mit auf den Weg geben, denn es ist ganz wichtig, was auch vielleicht bei vielen nicht so rüberkommt. YouTube macht ihr nicht für irgendwelche anderen Personen, also wenn ihr einen Kanal habt, sondern YouTube macht ihr eigentlich nur für euch persönlich. YouTube sollte eigentlich nur ein Bestandteil darin sein, dass ihr euch selbst entwickelt, dass ihr eure Kreativität freien Lauf lasst. Und ich sehe das bei so vielen anderen YouTubern, die zum Beispiel wie Gustav, der jetzt extrem Hype gerade hat, und ich gönne es ihm echt von Herzen, weil er eben sich treu bleibt. Er verändert sich nicht für andere Leute, er bleibt einfach so, wie er ist und macht deswegen seine Videos und deswegen ist er erfolgreich. Und genau deswegen solltet ihr auf jeden Fall dabei bleiben. Das ist so ein ganz kleines Freiweg-Schnauze-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dementsprechend leider nicht, wie gesagt, auf der Gamescom. Und wir sehen uns auf jeden Fall, denke ich mal, nächstes Jahr. Und bis dahin, Jungs und Mädels, macht's gut. Ciao.